Moin Leute! Unsere Aufgabe am heutigen Tag ist es, in dieser Skyblock-Welt zu überleben. Doch das ist nicht die einzige Aufgabe, sondern wir müssen auch Knöpfe finden. Die sind irgendwo hier in dieser Welt versteckt und die schalten weitere Skyblock-Inseln frei, wo wir hoffentlich geile Diamanten finden. Der einzige Freund auf unserer Insel ist Mr. Pferd. Hallo Mr. Pferd, kann ich dich essen? Okay, ich glaube, das war ein Nein. Hier vorne in der... Okay, hier ist alles für so eine Cobblestone-Generator-Dingeling. Aber das brauchen wir ja nicht. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Also, und zu donnern. Ich hasse Donner. Ich habe irgendwie immer Angst, dass bei mir dann so ein Blitz einschlägt oder so. Warte mal, wir haben ja hier auch ein bisschen was zu essen. Das finde ich ganz geil. Das macht den Anfang deutlich einfacher. Also Überleben ist schon mal gesichert. Die Frage ist, wo ist der Knopf? Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass der Knopf einfach da drüben ist. Warte mal. Wir schnappen uns mal hier. Wir sollten uns auch beeilen, bevor hier irgendwelche Mobs spawnen. So, einfach rüber hier. Ja. Na komm, Paletto, du bist doch hier Detective Conan. Kennt ihn jemand? Da sind Samen drin? Wollt ihr mich verarschen? Warte mal. Und hier? Nee. Nichts? Als ob. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann gehe ich wieder zurück zu Mr. Pferd. Mr. Pferd! Na du? Ich würde gerne auf dir reiten. Juhu! Nein, nicht rund... Alter! Nicht runterreiten, ne? Allerbesteste Freunde sind wir. Ja! Nee, 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 stopp jetzt! Ich brauche einen Sattel. Was ist denn hier unten? Als ob. Da ist ein Glow Squid. Guck mal. Warum ist da oben eine Spinne und ein Creeper? Aber ich habe den Knopf. Hier vorne. Ich brauche ganz schnell Holz. Gib mir das Holz. Ich brauche unbedingt was, um mich zu verteidigen. Boy, mir geht gerade ein bisschen der Stift. Bitte, 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 bitte. Komm. Crafting Table. Schwert. Okay. Alles gut. Dann mache ich nochmal einmal Spitzhacke. Easy. Ich drücke jetzt einmal den Knopf. Ja, ich habe einen Knopf gefunden. Als ob. Das ist die nächste Insel. Ja gut, aber... Also, das ist zwar geil, aber hier oben wohnen Creeper. Und da vorne habe ich auch irgendwelche Monster gesehen. Alles klar. Junge, warum ist denn da sogar so ein... Ey! Oh Gott, warum ist denn da ein richtiger Villager? Aua! Ein Zombie-Villager. So, den weggeklatscht. Hi! Blub. Opfer. So, Leute, lasst uns mal nach drüben gehen. Nein! Oh! Oh Gott, alter Schwede. Junge, wie viel spawnt denn hier? Was ist das für eine Insel, Mann? Der Einzige, der bei mir ist, ist mein Pferd. Ich nenne mein Pferd einfach Manuel. Noch mal ein bisschen. Ah, oh, da hinten ist sogar eine Hexe. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Ja, aber ich muss allein rüber zur Insel wegen dem nächsten Knopf. Der wird ja da drüben sein. Kann mich die Hexe mit einem Schadenstrank one-shotten? Das wäre irgendwie nicht so geil. So, Manuel, ich gehe jetzt kurz weiter. Ich finde es auch gut, wie das Wetter so wirklich null auf unserer Seite ist. Und ich kann mir auch kein Bett oder sonst was machen. Ah, jetzt ist da... Da ist ein Schwein! Aber da sind übertriebenst viele Bogenschützen. Aber da drüben ist der nächste Knopf. Das bedeutet, ich muss dahin. Koste es, was es wolle. Also ich habe ein bisschen Angst, dass die mich einfach direkt wegklatschen. Boah, egal. Let's go! Wir sind auf der Insel! Okay, okay, alles gut. Erstmal ein bisschen Meter machen. Redig wegklatschen, redig wegklatschen. Sehr gut. Ihr könnt euch gerne ein bisschen Schellen abholen. Zack, sehr nice. Okay. Oh, mein Schwert ist fast kaputt. Aber wir holen uns hier mal ein bisschen neues Holz. Irgendwo hier ist der Knopf. Hat ihn jemand schon gesehen? Vielleicht war ich blind. Aber ich konnte jetzt noch nichts ausmachen. Warte mal, ich werde mal gucken. Komm. Wir gehen hier einmal runter. Nö, ich muss gar nicht runter. Ich gönne mir hier. Zack, ja, da kommt schon wieder die nächste Spinne. Ich glaube, da habe ich da gerade Wirbelwind gesehen? Ja, da vorne ist Wirbelwind. Der ist unsichtbar, weil Mobs hier in der Nähe sind. Der guckt da. Moin, ja, du hast wieder nur Müll zu verkaufen. Ja, nichts passiert. Ich brauchte die Leine. Okay, wie gehen wir weiter ran? Oh, der eine zielt schon auf uns. Ja. Aber lass ihn ruhig herkommen. Dann kann ich, wenn er jetzt hier um die Ecke kommt, klatsche ich ihn weg. Was? Als ob, wie er mich ausgetrickst hat. Junge, das war knapp. Er kam einfach von der anderen Seite. Er ist einfach das schlauste Skelett der Welt. Er mich einfach geoutplayed.
Als ob! Ich hab den nicht gesehen. Hier war der Knopf. Junge. Verpiss dich. Uah. Junge, wie kann denn hier ein Ertrunkener sein? Du, wie hast du es denn geschafft? Oh, da ist eine. Ja. Oh! Ich bin hier nur. Machen. Oh, leckos mio. Junge, was war das? Ist das normal? Dass der so viel droppt? Das ist doch nicht. Ganz ehrlich. Der hat mir gerade übertriebenste Items gedroppt. Ich gönne mir jetzt mal eine Axt. Weil wir müssen jetzt auf jeden Fall rüber. Oh, moin. Na? Nee, nicht mich anvisieren. Ich bin weg. Hier ist das Schaf. Das werde ich umklatschen. Es tut mir leid. Oh. Das wäre knapp gewesen. Da ist noch ein Schaf. Nee, das ist ein Huhn. Ah, da drüben sind auch so viele Mobs, Alter. Es wäre halt so geil, wenn einfach mal... Also Tag würde ich richtig feiern. Ich höre hier schon wieder jemanden. Der hat einen wunderschönen Kopfschmuck. Ey, ist doch nicht normal, dass die jedes Mal... Oh, guck mal da unten. So krassen Kram fallen lassen. Da unten auf der Insel ist irgendwas. Wir gehen rüber. Und dann graben wir uns schön nach unten. Sieht aus, ist es eine Mine oder so? Kann das sein? Es sieht auf jeden Fall... Yo, hier geht's sogar direkt... Alter! Okay. Ab nach unten. Aufpassen, dass der Creeper uns nicht gleich auf den Kopf springt. Weil der hat schon so ein bisschen geluschert. Alter, ich hab echt Angst. Dass der jetzt hier einfach runtergedroppt kommt. Aber das ist geil. Ich meine, wir haben zwar schon eine Goldrüstung, was nicht schlecht ist. Aber das hier ist natürlich ein Ticken leckerer. Emeralds. Oh, Dias. Okay. Alles gut. Wir machen jetzt erstmal einen Ofen. Dann holen wir uns da oben ein bisschen Kohle. Und dann wird das Eisen ein bisschen geschmolzen. Das klingt meiner Meinung nach einem guten Plan. Ich habe den nächsten Knopf auch noch nicht gefunden. Noch ein Pferd. Hallo. Dann einmal L Crafting Table. Dann wunderschön Ofen. Guck mal, wir sind mittlerweile bestens ausgestattet. Hier, so. Dann mal rein damit. Brauchen wir das Gold? Eigentlich nicht, ne? Aus dem Eisen würde ich aber erstmal eine Spitzhacke machen. Damit wir den Dia abbauen können, die Emeralds. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, drei haben wir. Dann bitte einmal Eisenspitzhacke. Und dann gönne ich mir direkt den Dia. Danke. Ich meine, einer ist besser als keiner. Die Frage ist, glaubt ihr, dass der Knopf hier unten ist? Oder eher... Oh, hier ist noch ein... Alter, den hätte ich fast übersehen. Als ob. Ist hier noch mehr? Nee. Lapis, falls wir was verzaubern wollen. Gibt zumindest auch ein paar Erfahrungspunkte. Ja, ich Gold nehme ich auch mit. Ihr meckert mich sonst wieder an, wenn ich es nicht mitnehme. Ich meine, wenn wir einen Goldapfel finden, wäre es schon ganz geil. Also wenn wir einen Apfel finden und daraus dann einen Goldapfel machen. So, kurz mal was rausschmeißen. Ich brauche nicht das. Leder, da, weiße, Faden. Ich mache eh keinen Bogen. Dann lass uns mal jetzt... Ist jetzt nicht mal endlich wieder Tag? Sieht ein bisschen nach Tag aus. Moin. Junge, warum ist... Da oben ist noch Eisen. Und jemand, der auf mich schießt. Alles gut. Hier längs. Zack, umgeklatscht. Vorsicht, das Pferd. Bam. Wunderbar. Guck mal, jetzt brauchen wir doch gar keinen Dingens, sondern den Bogen haben wir direkt. Euch klatsche ich auch um. Vorsicht, Pferd. Alter, was das Pferd aushält. Und habe ich gerade den einen mit einer Karotte versucht zu verprügeln? Ich glaube schon. Gut. Wo könnte der Knopf sein? Ich gehe mal nach oben. Moin, Mr. Zombie. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo, Mr. Schwein. Kennst du Edgar? Ah, jetzt ist hier... Creeper! Okay. Guten Tag, Mr. Schaf. Ich bräuchte einmal von Ihnen... Ja, warte. Ja. Jetzt mach keinen Heck. Nein. Danke. Und? Ja, das war ich jetzt nicht. Kurz mal nach einem Knopf checken. Sieht aber jetzt nicht so aus. Jetzt wäre hier oben irgendwas. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach... Oh ja. Hier wieder runter. Aber wo ist der Knopf? Zack. Okay, wo könnte hier der Knopf sein? Hier nehmen wir uns auf jeden Fall mal das Roheisen, was wir auch schon wieder nicht tragen können. Chillig. So, das droppt eh alles nach unten. Dann ich könnte mir vorstellen, dass er eh unten ist. Irgendwo hier so. Alter! Wo kommst du denn schon wieder her?
könnte auch einfach gut sein, dass er weggesprengt wurde von mir. Oh, ich habe dich gar nicht mitgenommen. Ich habe meinen Ofen nicht dabei gehabt. Okay. Ist natürlich enttäuschend. Ein Knopf, ein Knopf, ein Knopf. Wo könntest du sein? Die Frage ist, ob sie unzerstörbar sind. Weil falls nicht, könnte es sein, dass ich schon einen weggesprengt habe. Boah, der kann so gut... Ah! Der kann halt richtig gut getarnt sein, ne? Ich könnte mir aber eigentlich nur vorstellen, dass er hier irgendwo ist, ne? Wo ist er? Wo könnte er sein? Na, überall am Ende. Vermutlich da, wo man ihn am wenigsten vermutet. Oh, ich habe ihn! Da! Let's go! Krass. Also ich bin wahrscheinlich 3-4 Mal dran vorbeigelaufen. Ich habe ihn nie gesehen. Also klar, jetzt schon. Oh, das ist gut. Da sieht's richtig gemütlich aus. Ein schönes Häuschen. Schaffe ich den Sprung? Ja, aber ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe nichts, um auf Nummer sicher zu gehen. Doch, eine Werkbank. Wupp. Und den Sprung. Das wäre jetzt auch mega peinlich geworden. Hallo! Oh, ein Bettchen! Brot, ein paar Emeralds, finde ich immer gut. Hier in irgendeinem Haus. Wetten? Doch. In irgendeinem Haus ist der Knopf. Irgendwo hier oben so versteckt. Oder in einem Haus. Okay, Lederhose brauche ich jetzt nicht. Da, ich habe ihn! Bam, Junge! Der war diesmal auch meiner Meinung nach echt auffällig. Oh. Wo ist die Insel? Hä? Mr. Q? Haben Sie die Insel gesehen? Ist die Insel oben? Wo ist die Insel? Andere Richtung? So, warte mal, ich schnapp mir mal hier dann ein bisschen Holz. Aber da stand doch eben, ja, hier ist eine neue Insel am Start. Also, ich habe auch keine Insel über mir gesehen. Das muss jetzt eigentlich in die andere Richtung gehen. Guten Tag, Mr. Schwein. Hä? Hier ist auch nichts. Doch, hier hinten. Sag mal, warum ist denn die Insel so mega weit weg? Und was hängt da von der Decke? Ich glaube, ich mache mir eine Schaufel. Oder? Ist, glaube ich, am smartesten. Boah, ich glaube, ich mache mir einfach eine Eisenschaufel. Wen juckt's? Dann können wir hier echt schnell die Erde snacken, um uns easy going rüber zu bauen. Haben wir denn genügend Platz? Nee. Nein, ich brauche die Erde. Kein Andesit. Erde bitte. Weil das geht am schnellsten. Ja, bis dato waren wir doch gar nicht so schlecht, oder? Also ich fand, wir waren Sherlock Holmes-mäßig unterwegs. Ich bin mal gespannt, was ihr schreibt. Ob ihr die ganzen Knöpfe so viel früher immer entdeckt habt? Weil ich muss ich meine, da bin ich ja x-mal dran vorbeigelaufen. Wisst ihr, in dieser Höhle, wo auch die Dias waren? So, ja, 64. Doch, mit 64 soll ich auf jeden Fall easy rüberkommen. Vor allem müssen wir ein bisschen so double wobbly, oder? Hier, weißt du, so hier einen auf den. Das ist schon eine quere Angelegenheit hier. So, immer links, rechts. Oh, ich habe mega Hunger. Das Ding ist, ich will nach dieser Aufnahme will ich eine Runde laufen gehen. Und wenn ich jetzt noch was esse, Junge, dann habe ich so einen mega vollen Magen. Ich hasse es, Seitenstiche beim Joggen zu bekommen. Aber ich mag es auch nicht zu hungern. Kann es sein, dass ich es nicht schaffe mit meinen Blöcken? Ja, es ist, wir sind nah dran. Wir haben hier nochmal 8. Doch, das reicht. Wenn ich jetzt einfach straight up hier geradeaus. Ja, wunderbar. Das bisschen Holz. Easy. Oh. Okay, da ist ein Spawner. TNT. Okay. Den direkt wegklatschen. Spawner abbauen. Jawohl, perfekt. Den Mr. Schleim, schaffen wir es, den erstmal runter zu prügeln? Alter, die machen immer so viel Schaden. Ich hasse die Viecher. Ich will euch, genau, ich will euch eigentlich nur alle komplett nach unten ballern. Jo. Okay. Ihr wollt alle Stress, ne? Du brennst doch sowieso schon. Aua! Okay, warte. Ich könnte... Ach, schade. Ich dachte, ich könnte da das TNT direkt triggern. So. Auch abbauen! Zack. Abgebaut, wunderbar. Hat jemand schon den Knopf gefunden? Doch, da vorne ist er! Als ob, okay, der war offensichtlich. Zack. Jawoll! Okay, aber hier sind leckere Diamanten und so weiter. Die will ich schon...
mitnehmen, als ob ich wäre beinahe hier so rausgesprungen. Oh, Spinne hinter mir. Gib mir den Dia. Oh, hier sind noch weitere. Schnapp ich mir, danke. Emeralds, auch immer gern gesehen. Jawohl. Aua. Nein, ich bin vergiftet. Das war dumm. Das war echt nicht so geil. Das Gift hämmert auch ganz gut rein. Das noch abbauen. Na, ihr kleinen Schleim-Schleims. Die Dias müssen mit. Oh ja. Oh, lecker Schmecker. Alter, wir haben schon ein paar, oder? Krass, 9 Stück. Können wir uns auf jeden Fall eine Brustplatte von machen. Danke. Und Rest könnte man Eisen sich gönnen. Dann würden wir auf jeden Fall schon mal unsere Goldrüstung upgraden. Und das finde ich schon ganz geil. Oh, da ist auch noch ein Dia. Das ist dann der 11. Ne, 12. Nice. Da ist auch noch einer. Der versteckt sich da drunter so ein bisschen. Oh, was sehen meine Augen? Das ist die Nummer 14. Und da sehe ich die Nummer 15. Danke, Brudi. So, ist hier auch direkt schon die nächste Insel? Ja, ist sie. Alter, ist da ein Piratenschiff? Ja, oder? Das ist ja eine geile Insel. Aber nun gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute mit der Knopfjagd. Falls es euch gefallen hat, lasst super gerne einen kleinen Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Schaut natürlich auch gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten, Oster-Mini-Paluten und viel mehr. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.